hat die Hose. Da war dann schon gar nichts mehr los. Da hat ja ausgesehen wie im Wilden Westen. Da war Abbruch. Dann ist das ganze Haus verputzt. Alles selber gemacht. Ja, eben heute noch. Weißt du, dass ich im Februar 90 Jahre alt werde? Ich habe genug Nachschuld. So muss es tönen. Dann brennt es. Es gibt weibliche und es gibt männliche Pflanzen. Burka. Die Tropfenblüten, die aussehen wie so kleine, hellgrüne Zäpfchen, ja, die hängen jetzt im September an den weiblichen Pflanzen. Ja. Übrigens, auch die Hanfpflanze ist sehr nahe verwandt mit... Nein, ich bin am Kochen. Das schmeckt ja auch so streng. Die Hopfenzäpfchen, ja, auch zum Pflanzen. Nein, lieber nicht. Was ist denn mit der Pflanze? Ich habe meine Töchter besser erzogen wie die Söhne. Ich habe immer Frauen und Mädchen unterstützt. Ich habe mich immer aufgeregt, wenn sie mir die Frauen so abtun. Oh. Ja. Da haben wir noch voll gemostet. Der andere hat gesagt, ich sehe immer noch gleich ausgesehen. Das sind ja 30 Jahre. So. Da gibt es bis 50 Millionen. Was würdest du machen, wenn du 50 Millionen wirst gewinnen? Das ist doch ein Blödsinn. Ja, mal zuerst mal jedem eine Million geben. Offiziell kann man alles, wenn man will. Aber ja, schon wieder 100. Eben, ja, das ist es. Ja. 1955 bin ich das erste Mal lauter gefahren in Wolfsberg. Und dann habe ich mich abgeholt, das Kreuzlingen, beim Fahrlehrer. Da bin ich einmal runtergefahren, allein, ohne Prüfung. Da sagt der Prüfungsexperte, für was muss die Weiber Auto fahren? Nein, das ist einfach gut. Du musst nicht, du weißt nicht, was da der Führer kommt. Ja. Das ist glatt, ich habe das. Das ist besser als Lotto. Hättest du gerne? Zwischen 400 und 800 Euro. Oh. Kann Friederike diesem Preiswunsch zustimmen? Bei dieser Zeichnung ist ein Preis von 300 bis 400 Euro realistisch. 4 Euro hätte ich gesagt. So, meine liebe Katharina. Weil der Roland hat immer so schwere Bronchitis gehabt. Dann hat der Doktor gesagt, ja, ich muss mal was mehr. Und dann hat mein Mann gesagt, mach ich nicht.
Da bin ich auf Grützlingen, einen grossen Stein, habe ein grosses Zelt gekauft. Dann habe ich gesagt, so, jetzt packe ich meine Kinder zusammen, dann gehe ich ans Meer. Zuerst mal sind wir in Tessin, an Lago Maggiore. Nachher bin ich immer weiter. Wo sind wir überall gewesen? Wow, auf den Bahamas. wo die Bäume da die Wurzeln bis ins Wasser gehen. Aruba. Miami. Ich weiß gar nicht, wieso das da so ist. Kommen einfach alle am Sonntag. Am Sonntag stürmen alle daher. Dann wird Kaffee getrunken und einen Kuchen gegessen und diskutiert. So bis um 13:30 sind alle wieder fort. Ist gut. Sind ihr jetzt zufrieden? Ja. Gut. Super. Da hat schon der Dreck am Boden. Ach. Das haben wir gewöhnt. Und der Teller von der Priska. Oh.